Und oben. Immer noch nicht. Bumm! Jetzt aber. Okay, da oben ist er. Was hat uns das jetzt gebracht? Ein Vogel, und ich glaube, dieser Vogel schläft. Hier gibt es ja nichts mehr. Hier wird auch nichts mehr. Bam. Bam. Wo sind diese komischen Leuchtdinger? Wenn, falls wir die jetzt besiegen können, müssten wir eigentlich, oder? Nein? Mit dem Heilschwert aber? Dem kann ich nicht mehr zuhauen. Ah, weil wir Level 22 brauchen, okay. Nö, die können wir immer noch nicht besiegen. Ziemlich scheiße. Naja, müssen wir halt immer weiter warten. Vielleicht können wir irgendwann geisterartige Gegner oder so besiegen. Ja, wenn man halt ein bisschen getroffen ist, dann ist das nicht so schlimm. Und genug Leben. So schnell sterben wir nicht. Yay! Nee, er schläft nicht. Okay. Ich habe von der Magie des Phönix gehört, als ich die Seele des Berges besucht habe. Wenn du die drei Symbole eingesammelt hast, solltest du den König des Berges besuchen. Hier. Auch nicht. Ah, cool. Und schon mal einen süßen Maulwurf da mal, jetzt will ich so ein paar Minuten. Ja. Was kann man damit machen? Aha. Ah! Okay. Ich habe das Rätsel gelöst.
Ich habe nicht gewusst, dass er ein Geist war. Wir hatten uns beide in Monmo verliebt. Eines Tages wurde Monmo vom Bösen gefangen und versuchte, sie zu retten. Kam aber nie zurück. Plötzlich war er wieder da und ich hatte keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Aber gut, nimm dieses Armband und belebe Greenwood wieder. Ich weiß, dass diese beiden Maulwürfe hier in Frieden gelebt hätten. Schildarmband, genau. Das ist das eigentliche Gegenteil von dem Kraftarmband. Nämlich werden wir dadurch mit unserer Verteidigung verdoppelt. Aber das ist, kann uns ja eigentlich ziemlich wurscht sein, ne? Gut, wir wollen uns weiter bewegen. Gab es hier Gegner, die wir nicht besiegen konnten? Oh, scheiße, das ist dieses komische... Ja, gab es. Einen. Ja, laber mich nicht zu. Aber das war ein Vulkan. So. Toll, sind wir ja beim Endboss. Dann ist der Vulkan weiter unten gewesen. Ja, ja. Tata und so weiter, ne? Hier, genau, da war er. Da, genau. Genau, der war das. Eine Meerjungfrau. Zack. Alle Fisch so böse zu uns war. Ja, bring mich zurück. Wir reden jetzt erstmal mit dir. Yay! Wir haben den heißen Stock erhalten. Hey, Bagger! Ach, da ist die Insel, das Schiff, der Vulkan, noch eine Palminsel. Ich glaube, da oben konnten wir alle besiegen und wir gehen wieder zurück in Dr. Leos Labor. Ja, wir müssen noch mal kurz mit der Katze labern. Okay. Und die Pflanze. Genau. Und in diese Modelle müssen wir auch noch später hinein. Aber als allererstes gehen wir nochmal weiter hier unten.
Denn jetzt sind wir genauso gut wie diese unfasst unverwundbaren Viecher hier. Sorry, wir sind genauso gut wie diese unsichtbaren Viecher. Ah, eine Pflanze. Ja, genau, komm her, los. Du hast genauso wenig eine Chance wie der Rest. Ja. Zack. So, jetzt ist das Ganze schon halb so schwer, wie ihr merkt. Weil wir jetzt selbst eine gewisse Stärke haben, mit der diese Viecher hier nicht mehr mithalten können. Befreit eine Katze! Boah, so viel gewesen. Wow. Der hat ganz schön viel Platz gebraucht. Und weiter und weiter und weiter. Oh Mann, ich dachte, das wär's schon. Grrr. Tja, Fail von allen beiden. Oh nein. Bahn. Oh. Oh, lecker. Das war keine große Kunst. Höhere Level. Puh. Eine Katze. Aber das ist im zweiten Stock. Das heißt, da können wir erstmal noch nicht hin. Eine große Tür. Ich weiß auch, dass wir irgendeine der Türen oder so, die schließt sich uns sogar an. Bumm. Bumm. Zack. Wow, 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 wow. Ah, eine SMS. Tja, ich antworte jetzt aber nicht drauf. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist dieses komische Vieh, was wir die ganze Zeit umgebracht ist, wiederholen. Gott, das ging aber jetzt ziemlich fix. Sehr gut, aber wir haben sie besiegt. Eine Kiste mit Schubladen. Wow. Das wird ja immer besser. Ich finde das einfach total lustig, weil wir wirklich mit diesen ganzen Dingern auch reden können. Das, da kommt man sich ja vor wie ein Geisteskranker. 15 Monsterhöhlen. Oh oh. Gefällt mir nicht. Ja, genau, komm ruhig rüber. Die ganze Zeit. Sehr gut.
Haben wir nicht irgendeine Rüstung gehabt oder so, mit der wir über Lava laufen können? Ey Leute. Das ist ja scheiße. Eine Katze. Oh, und die Löcher sind weg. Oh. Der pennt. Okay. Ja, komm. Wow. Wow. Nee, da kriege ich das bestimmt nicht drüber. Ach du Scheiße! Das zieht uns ja höllisch viel. Gott! Ja, dann komm halt her. Gut, aber auch Platz. Ah, da gehen wir noch in das Rohr rein, okay. Meine Güte, bitte, ich brauche ein Level Up jetzt. Befreite eine Maus. Oh, wie süß. Ja, und ich glaube, die Maus müssen wir irgendwie auf die Seite kriegen, ohne dass die Katze sie erwischt. Sowas war da mal. Och nee. Oh Mann, ey. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie Freunde habt, ihr erzählt denen was und dann fragen es ein paar Stunden später direkt wieder nach, warum man irgendwie noch mal nicht gekommen ist, obwohl man es ihnen gerade gesagt hat. Ey, ich hasse sowas. Na gut, aber sonst wären sie ja nicht meine Freunde. Ich meine, ich bin ja selber mal. Ja, das ist natürlich klar, dass der jetzt so einen Weg lang macht, ne? Oh, ich habe auch keinen Bock, wieder über diese Lava zu laufen. Aber das tut mir gar nicht gut. Das tut meiner Gesundheit nicht gut. Wow. Scheiß Dinger. Ja. Ich bleibe. Weil ich absolut keine Ahnung habe, was mich da drüben erwartet. Das Einzige, was ich machen könnte, ist... Komm, ich geh's mal ein. Ich weiß halt echt nicht, wie ich sonst rüberkomme. Eine Treppe, genau, die haben wir gebraucht, um in den zweiten Stock zu kommen.
Es gibt, glaube ich, irgendeine Rüstung, die uns erlaubt, über diese hitzige Scheiße hier zu laufen. Way. Wow, Mann. Nein. Du brennst mir nicht weg. Eine große Tür. Aua. Ein Modell. Wir brauchen aber mehr. Das ist, glaube ich, die letzte Monsterhöhle, die es hier gibt. Ich glaube, das kommt hin. Genau, 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 genau. Sehr gut. Wir haben den Keller schon mal fertig. Und zwar komplett. Es gab ja nur zwei Ebenen. Und hier sind alle Monsterhöhlen weg. Und in der zweiten sind auch alle Monsterhöhlen weg. Das heißt... Yay, yippie, juhu. Wir haben immerhin schon mal den Großteil geschafft. Wir stehen eigentlich nicht so auf Mäuse. Ja, Katzen müssen auch nur essen, um zu leben. Also so. Mein Körper ist gefangen. Hier, im Labor müsste irgendwo anschlüssig sein. Ah. Cool. Würdest du bitte die Katze aus dem Raum bringen? Ich fürchte mich zu sehr vor ihnen. Ja, das werde ich ja noch machen, aber dazu muss ich halt eben als allererstes mal irgendwas haben, wo die Katze auch drauf anspringt. Der zweite Stock. Da fehlt noch einiges. Der Raum ist noch ziemlich leer. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist mit dir? Ah, die schläft. Stimmt. Das heißt, Traumstab. Ja, Traumstab weg. Legt einen Traumstab auf den Kopf der Katze. Dr. Leo, König Magritte möchte Sie sofort sehen. Sie werden Ihnen erlauben, einen Pakt mit Death Toll zu machen. König Magritte weiß nichts von dem Wert des menschlichen Lebens. Sogar das ganze Lebewesen hat eine Existenzberechtigung auf dieser Welt. Wenn die Bäume auf dieser Welt in zwei Hälften zerschnitten würden, würde sich der Sauerstoff vermindern und viele von uns würden sterben. Wir tun das, was König Magritte uns sagt. König Magritte trifft alle Entscheidungen für uns. Ja. Ah, okay. Es geht weiter. Hey, es wird Zeit. Dr. Leo, Sie lieben Ihre Tochter Lisa, nicht wahr? Wenn Sie gehorchen, wird Ihr nichts passieren.